Seien Sie uns herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Rahmen der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Zu Gast haben wir heute Herrn Prof. Dr. Dieter Gonska, Intensivmediziner, Facharzt für Intensivmedizin und Kardiologie, Facharzt für internistische Intensivmedizin. Und wir freuen uns, dass Sie uns heute Auskunft geben über alles, was mit Corona und deren Langzeitschäden zusammenhängt. Es wird uns ja im Herbst wieder verstärkt möglicherweise beschäftigen, dieses Thema. Eine neue Welle soll angeblich ja im Anrollen sein, Herr Professor Gonska. Wie viele Menschen machen sich momentan Sorgen, ob sie an Long-Covid leiden? Sind die Sorgen berechtigt? Also die Frage nach Long-Covid oder Post-Covid, also alles das, wenn man eine Corona-Infektion durchgemacht hat, wie viele davon eine chronische Erkrankung haben, die Zahlen sind eigentlich nicht vorliegend. Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung darüber, wie viel wirklich ein Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom haben. Definiert ist dieser Langzeitverlauf folgendermaßen: Wer länger als 4 Wochen, Gedankenstrich, 3 Monate, Gedankenstrich, 1 Jahr Beschwerden nach einer Corona-Infektion hat, gilt als Post-Covid oder Long-Covid. Und dabei sind immer bestimmte Organveränderungen, Organbeschwerden zugrunde liegend. Und da muss man sich fragen, welche Organe sind betroffen, was ist nachweisbar. Und es gibt, weil Corona eine spezielle Schädigung macht, es macht eine Schädigung der Gefäße. Das ist der Langzeiteffekt von Corona. Also beginnt am 3., 4. Tag der Infektion und kann sich auch über sogar auch nach Wochen wieder darstellen, auch bei einer erneuten Corona-Infektion, sodass man gucken muss, wer von denen betroffen ist. Und das sind in der Regel alles Menschen, die schon Schwierigkeiten an Organen hatten, an Herz, Gehirn, Nieren, Bauchspeicheldrüse, also auch an vielen anderen Organen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen, die sagen, ich habe nach einer Corona-Infektion wieder Beschwerden oder ich habe Beschwerden in Form von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellungen, dann muss man sagen, gehören die alle internistisch untersucht und zwar sehr, sehr aufwendig. Also jetzt haben wir einen Verdachtsfall, einen begründeten Verdachtsfall. Was ist dann zu tun? Also erstmal gehört dazu die Anamnese des Patienten, dass man sich erstmal mit ihm darüber unterhält, welche Symptome er hat, seit wann er sie hat und wie er sie empfindet. Das zweite ist die körperliche Untersuchung, denn man muss jetzt nochmal an was Bestimmtes denken. Es wird vieles dann an Symptomen auf die Corona-Infektion geschoben. Das muss aber nicht so sein. Der Mensch hat auch natürlich die Möglichkeit, nach einer Corona-Infektion auch andere Erkrankungen zu bekommen. Und dann wird etwas ursächlich vermutet, was nicht passt. Und dann wird auch vielleicht was übersehen. Der nächste Schritt ist, wenn man dann eine Laboruntersuchung gemacht hat, die sollte die allgemeine, allgemeingängige Untersuchung sein, bei Befunden des Herzens zum Beispiel mit den speziellen genannten, dann ist das ausreichend und dann in der nächsten Stufe vielleicht alle weiteren. Gibt es schon Studien zu Langzeitschäden? Ja, da kann ich ein bisschen drüber lachen und lächeln, weil Langzeitstudie ist publiziert worden vor kurzer Zeit, sind 2,5 Monate. Das heißt, die wissenschaftliche Literatur ist noch weiter zurück als das, was wir eigentlich wissen wollen. Es wäre für uns interessant zu wissen, was ist nach einem Jahr in der Häufigkeit? Und Ihre Frage, wie viel nach einem Jahr haben noch ein Long-Covid-Syndrom oder so etwas, ist im Moment überhaupt nicht beantwortbar. Können wir den Betroffenen Hoffnung machen, dass es eine Chance auf Rückbildung gibt? Ja, das kann man unbedingt. Und zwar sollte man auch als Betroffener mit sich selbst Geduld haben. Man muss dann abwarten. Und zwar ist es so, dass viele dieser viralen Infekte nach ungefähr 4 Wochen ausgeheilt sein müssten und dass dann auch wieder ein Training erfolgen sollte. Man sollte auch nicht versuchen, jetzt durch übermäßige körperliche Aktivität wieder einen Normalzustand wiederherzustellen, sondern man sollte dem Körper Zeit geben, sich mit dieser Corona-Infektion, mit dieser Infektion, die den Körper sehr betroffen hat, auszukurieren und nach 4 Wochen dann wieder anfangen und sich körperlich belasten. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit,
für diese Sendung, für dieses Thema. Und ich kann nur appellieren mit Herrn Professor Dr. Gonska, bei dem ich mich herzlich bedanke für dieses Gespräch. Ich kann nur appellieren, seien wir weiterhin wachsam. Es ist noch nicht vorbei. Vielen Dank an Sie.